make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up, bomb. Mabu, hi, servus, and welcome back to my channel! Ach so, heute ist ein Feiertag hier bei uns. Es ist Martin Luther Jr. Day. Oder so ein Ding, keine Ahnung. Kinder haben heute keine Schule. Lange nicht mehr gesehen. Habe die ganz jetzt ein paar Wochen nicht mehr gevloggt, weil wir auch nicht mehr viel gemacht haben und ich keinen Bock hatte, irgendwas zu vloggen. Und ja, war auch nicht wirklich was zum Vloggen da, weil wir, wie gesagt, nichts gemacht haben. Aber heute machen wir was, machen einen Tagesausflug. Wir fahren rauf zu Flagstaff, so ungefähr 3 Stunden von hier. Und da gibt's Schnee, also spielen wir heute ein bisschen im Schnee. Und ja, keine Ahnung, was wir machen. Wir fahren einfach mal hoch und gucken. Wir wollten eigentlich zu so einem Park gehen, da kann man Tube Sledding. Aber dann haben wir beschlossen, doch nicht hinzugehen, weil man musste die Tickets irgendwie so kurzfristig kaufen. Die haben es gestern erst hochgeladen, weil es war auch nicht sicher gewesen, ob die heute überhaupt aufmachen, ob die überhaupt genug Schnee haben und so. Und ja, eigentlich war geplant, dass wir da hingehen, aber dann war es eben nicht sicher, ob die überhaupt aufgemacht haben. Und dann gestern haben die kurzfristig gesagt, ja, die machen doch auf. Und ja, das war so ein Hin und Her, da haben wir gemeint, nee, gehen wir doch nicht hin. Guck mal was anderes. Ich habe dann noch einen anderen Platz gefunden. Das heißt Nordic Village, Flagstaff Nordic Village. Die haben Skis und so Schneeschuhe, wo man sich ausleihen kann und dann da rumrennen kann und was weiß ich nicht alles. Ja, ich denke mal, wahrscheinlich gehen wir dahin oder in irgendeinen Park, weil das heute freier Eintritt. Wenn man hier in Parks gehen will, jetzt so Naturparks, da muss man immer Eintritt zahlen. Das ist immer so um die $10 rum, ein Auto für den ganzen Tag. Und heute haben die ganzen Parks freien Eintritt. Vielleicht gehen wir da irgendwo ein. In den Park rein, keine Ahnung, mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie viel Schnee da oben im Moment ist. Und ja, gucken wir mal, was der Tag so bringt. So yeah, we're in ice storm, and we're going to find some ice beads
some other players. As you can clearly see, there's... Are we in a quad crusher? No, we're in a golf cart. Oh, yeah, we're in a golf cart. And we're going to Flagstaff. Tilted. Okay. Lonely. No, wait, that's on the opposite side. Wait, every place is covered in snow. So, paradise. Kind of. Wait, no. Salty Springs. Okay. Salty Springs. So we're going to Salty Springs. Yes. I put a marker there. I put a marker at Salty Springs. We can see it. Well, guys, we will see you at Lonely Lodge. Wir haben es geschafft. 3 Stunden später. Alter, ey, ich habe mir in die Hose geschissen. So viel Schiss hatte ich. Das ist bestimmt schon 4 Jahre her, wo ich das letzte Mal im Schnee gefahren bin. Ich bin schon gar nichts mehr gewöhnt, ey. Es hat voll geschneit, wo wir hier hochgefahren sind. Ja, jetzt sind wir hier bei diesem Nordic Village. Ja, wo ich reingefahren bin, habe ich ein Sign gesehen. Da stand drauf $20 für Snowplays. Oh, denke ich mal, wir müssen $20 bezahlen, um reinzukommen. Auf dem Weg hierher waren ein paar Seitstraßen, wo man auch anhalten konnte. Da waren ein paar Leute, die haben angehalten und einfach da gespielt, aber das wollte man nicht machen. Das war auch kleine Areas und es waren halt viele Leute da und wir wollten auch was essen und so. Und ja, da war halt nichts gewesen, auch keine Toiletten und so. Deswegen sind wir hier, weil die haben hier hoffentlich alles. Und ja, die Kinder tun noch ihre Schneesachen anziehen. Ja, und dann gehen wir rein und dann schauen wir mal, was es da so gibt. That's a yurt. And then cabins. Why is this say Morning Glory? It cannot be named Morning Glory. I don't know. Morning Glory. There's a dog trail. Snowshoe trail. How do we know what's what? What do those yellow things mean? Are these ski trails though? Der Schnee ist voll hart, Mensch. Oh. Ja, kommt die Fresse. Ja. I'm entertaining myself here. Jesus. Ah. Don't throw the rocks at me. Break your legs.
später sind wir jetzt fertig. Die hatten keinen Bock mehr gehabt. Ila, seine Hände sind eingefroren, hat voll rumgeweint. Maikas Füße sind nass. Maika hat laufend so seine seine Schuhe verloren. Im Schnee, weil das so tief war. Es ging mir bis zu die Knie, so hoch war das. Und mein linker Fuß ist eingefroren, weil ich kann den Reißverschluss nicht zumachen. Habe ich ja gewusst, dass er nicht zugeht. Ja, ist immer Schnee reingegangen. Auf jeden Fall. Gehen wir jetzt was zu essen suchen und dann gehen wir langsam nach Hause. Like a look on the back. This is the slowest foosball match I've ever seen. Oh. Look, Mikey, do this. See? Well, don't grip on it like this. Don't do this. You gotta do this. See? Okay, ready? It's a train. What was that? He's so long. Just goes and goes and goes. We will deliver. Hey. It's gone. No. It's gone. No. Mensch, der geht ja für immer, ey! Für immer! It's gone. Nope. It's gone. We can't go through this train! It's gone. Yeah, we have to wait. Bye-bye! It's gone. It's gone. Nope. Been over a minute. Oh my god, that was Piccolo. Really? It's gone. Bye bye. Eine Rest. Rest stop. Raststelle. So schaut einer hier aus bei den Amis. Was richtig gut ausschaut. Weil normalerweise sind das nur so Seiten. Dinger, Straßen, die Reststellen sind nicht immer so schön wie in Deutschland. Das ist eins der besseren. Sag mal. So. Hier gibt es eine schöne Aussicht. Alter, guck mal da. Sehr schöne Aussicht. Love the view. Look at this. Oh, that's so awesome. Hallöle. So, ich schneide gerade das Video zusammen von Flagstaff und ich habe das Video gar nicht beendet. Deswegen mache ich das jetzt hier schnell. Was wollte ich noch sagen? Es ist Anfang des Jahres und viele Festivals und so Sachen fangen jetzt wieder an. Und ja, da werde ich natürlich wieder alles filmen, weil ich ja wieder dahin gehe und so. Anfang Februar
gibt es hier so eine Blockparty in der Nähe und da wollten wir eventuell hingehen, weil das ist an einem Samstag und da hat der Jeff Geburtstag. Ja, und dann wollten wir eventuell hingehen. An dem gleichen Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, ist chinesisches Neujahr und da gehe ich eigentlich auch immer hin jedes Jahr. Und ja, mal gucken, vielleicht gehe ich da Sonntag dann hin, wenn wir Samstag zu der Blockparty gehen. Ja, mal gucken, weiß noch nicht, wie ich das da mache. Dann, ja, Eli sein Geburtstag kommt auch noch. Der will Sleepover mit seinen Freunden hier machen. Und ja, chill mal wegen hier zu Hause, gell? Ja, Maika hat eine Talentshow jetzt nächste Woche am Donnerstag, was er mit seinen Freunden macht in der Schule. Und da haben die jetzt auch immer Practice jeden Tag in der Schule. Und ja, die müssen noch ein bisschen lernen für ihre Show. Ja, Donnerstag ist dann die Show. Ja, wird bestimmt cool. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere Ideen, was ich filmen könnte, aber ich bin halt voll faul zum Filmen. Zum Beispiel, vor ein paar Monaten muss ich zum Frauenarzt und es ist immer voll komisch, da zum Frauenarzt zu gehen. Keine Ahnung, ist halt wegen anders da als in Deutschland, ne? Halt voll, weiß ich nicht, komisch. Haben mir gedacht, mache ich doch so ein Vergleichsvideo. Deutschland, amerikanisch, was der Unterschied ist, wenn man zum Frauenarzt geht. Wenn ihr das sehen wollt, lasst es mich wissen. Oder 50 Fakten über mich, Video wollte ich eventuell auch machen. Ja, aber das sind so viele Fakten. Keine Ahnung, ob ich da Bock habe, das zu filmen. Ja, wenn ihr das sehen wollt, lasst es mich wissen. Kommentiert mir unten, was ich so filmen soll. Und eventuell filme ich das dann, wenn ich nicht zu faul bin. Ja, und hoffe, ihr hattet Spaß, mit uns rumzuhängen. Wie gesagt, kommentiert mir unten, liked mir das Video und gebt mir ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.